Ja, hallo Barbara und Stefan. Vielen Dank heute, dass es bei euch klappt, dass wir dieses Gespräch führen können. Würdet ihr euch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einmal kurz bitte vorstellen? Ich fange mal an. Ich bin die Barbara Merker. Ich bin schon seit mittlerweile 11 Jahren beim Landesjugendring Thüringen und bin dort Referentin für Grundsatzfragen und Projektmanagement. Als ganz persönlichen Hintergrund habe ich aber auch die Jugendverbandsarbeit noch über mein Ehrenamt. Das ist vielleicht so, um einschätzen zu können, mit wem ihr es zu tun habt. Genau. Und mein voller Name ist Stefan Haase. Ich bin 31 Jahre alt und arbeite seit Ende 2018 beim Landesjugendring als Referent für Grundsatzfragen und Jugendpolitik. Und ja, Jan, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank euch, dass wir heute über Jugendpolitik Ost miteinander sprechen können. Wie würdet ihr das politische Meinungsspektrum einschätzen der jungen Generation oder der Jugendlichen, also in Thüringen, mit denen ihr auch konkret zu tun habt? Ich möchte dazu sagen, dass das Meinungsspektrum sehr, sehr vielschichtig ist und sehr weit quasi gesplittert ist. Und zwei Indizien, Aspekte möchte ich nennen, an denen das, finde ich, auch klar messbar ist. Wir haben in Wahlergebnissen, sowohl tatsächlichen Wahlergebnissen als auch Formaten, die speziell für die junge Zielgruppe sind, U18-Wahlen, Juniorwahlen, da gibt es quasi verschiedene Formen, zeigt sich, dass die junge Generation vor allem auch Kleinstparteien wählt, also auch außerhalb der, sage ich mal, großen Parteien, die man auch von den verschiedenen politischen Ebenen quasi kennt, dass diese Parteien einen großen Zulauf haben. Das heißt, ich finde nicht mehr automatisch meine politische Heimat in einer großen Partei, in einer Volkspartei. Wir merken das ja auch auf mehreren Ebenen, dass die Idee der Volkspartei zunehmend schwindet, sondern wir haben eine Ausdifferenzierung quasi auch der Parteienlandschaft. Und das hat auch ganz stark damit zu tun, dass quasi dann ein großer Meinungspluralismus da ist. Und ein anderer Faktor, den ich nennen möchte, wir stehen ja hier auch als Vertreter des Landesjugendring Thüringen und innerhalb des Landesjugendrings sind sehr unterschiedliche, vielfältige Verbände organisiert, die alle für verschiedene Werte stehen, aber auch für bestimmte Haltungen. Und innerhalb dieser Verbände passiert ganz viel Austausch, auch politische Sozialisation. Und die Verbände haben einen hohen, also viele junge Menschen tummeln sich quasi dort, also sind genau da. Und auch das ist für mich ein Indiz, dass das Meinungsspektrum sehr breit eigentlich angelegt ist. Genau. Was würdet ihr sagen denn aus diesem breit angelegten Meinungsspektrum? Welche Aufgaben resultieren daraus ganz konkret für die außerschulische Jugendarbeit auf der einen Seite, aber auch für die rahmensetzende Jugendpolitik? Ich finde, die große Schwierigkeit neben dieser Meinungsvielfalt, das ist natürlich was Schönes und es ist auch gut, dass das da ist. Nichtsdestotrotz haben wir auch Gruppen junger Menschen, die für Politik wenig interessiert sind, entweder noch nicht interessiert sind oder es vielleicht auch nie sich dafür interessieren. Es ist ja kein Automatismus, dass ich bin jetzt 15 oder 16 und jetzt muss ich mich für Politik interessieren. Es darf ja quasi auch nicht stattfinden. Und wir erleben es zunehmend, dass es auch Unsicherheiten gibt, eine junge Generation, vielleicht etwas Falsches zu sagen, etwas zu sagen, das nicht anerkannt ist in meiner Peer Group. Und die große Aufgabe auch von Jugendpolitik oder wie du gesagt hast, auch außerschulische Jugendarbeit ist es, ein Ort zu sein, in dem diese politische Sozialisation stattfinden darf, in dem ich mir ein Ort der Meinungsbildung, aber auch ein Ort des Fehlermachens. Wir brauchen in diesem Bereich eine positive Fehlerkultur. Es ist nicht dienlich in der Sache, wenn wir anfangen, 14- oder 15-Jährige zu belehren, dass man das und das jetzt nicht sagen darf, sondern da in diesem Alter ist es ganz wichtig, sich auszuprobieren und sich selber erst auch eine Meinung zu bilden. Und es ist Auftrag, finde ich, der außerschulischen Jugendarbeit, dort ein Ort zu sein, genau das zuzulassen.
Wenn ich da vielleicht auch noch mal ergänzen darf, es ist natürlich auch eine Mannigfaltigkeit an Informationen, die auf junge Leute eindringt, ja, oder einfällt. Und es ist auch manchmal gar nicht so einfach, die alle zu sortieren, Fake News auszuschließen und Ähnliches. Und da denke ich auch, dass wir als Landesjugendring in den Jugendverbänden, aber natürlich auch darüber hinaus die allgemeine Jugendarbeit, Orte sein müssen, die sozusagen auch ein bisschen politische Bildung, demokratische Bildung anbieten und den jungen Leuten Sicherheit verschaffen im Umgang mit dieser Medienvielfalt und mit den vielen Informationen. Mhm. Nachdem ihr das gerade angesprochen habt, was würdet ihr denn sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 mal eingeschätzt, wie gut geht es den Jugendlichen in Thüringen heute? 1 wäre super, sehr gut, 10 wäre ganz schlecht. Wenn du so fragst, also ich meine, ich glaube, den Jugendlichen an sich geht es an vielen Stellen schon recht gut. Allerdings, und das ist ja eher das auch, was unsere Teil ist, was für Strukturen und Möglichkeiten finden wir in den unterschiedlichsten Regionen in Thüringen? Ich glaube, da muss man auch stark unterscheiden zwischen den etwas größeren Städten in Thüringen und den ländlichen Gebieten. Und da gibt es schon ganz klare, erkennbare Unterschiede. Und das ist etwas, was ich ganz konkret bewerten kann. Ich muss aber dazu sagen, es ist mir auch wichtig, bloß weil ich gewisse Strukturen oder Möglichkeiten im ländlichen Gebiet nicht habe, heißt es nicht, dass ich nicht dort auch glücklich sein kann und mir es quasi gut gehen kann. Ich würde aber sagen, gemessen an den Strukturen, wir sind auf einem guten Weg, aber ich denke, es ist noch Luft nach oben. Von daher, wenn du sagst, 1 ist das Beste, dann bin ich irgendwo zwischen bei 4 oder 3. Das ist so das, wie ich es bewerten würde. Mhm. Ich liege da ganz in der Nähe beim Stefan. Also ich würde vielleicht sogar noch eine Stufe höher gehen, weil ich so grundlegend optimistisch bin und sage, eigentlich geht es den Jugendlichen gut, aber wir müssen auch darauf hören, was es denn für Herausforderungen und vielleicht für Stolpersteine und Schwierigkeiten gibt, die die Jugendlichen für sich einschätzen würden, dass es ihnen nicht gut geht. Deswegen wäre eigentlich meine Sache, ihr könnt das jetzt aus dem Bauch raus sagen, aber eigentlich müssen wir die Jugendlichen selbst fragen. Hm. Das ist ein gutes Stichwort für das Thema Partizipation. Was würdet ihr denn sagen, wie können sich junge Menschen in Thüringen eurer Wahrnehmung nach tatsächlich beteiligen und einbringen? Also ich bin der Meinung, gerade in den letzten Jahren haben sich schon sehr viele Beteiligungsformate eröffnet für die Jugendlichen. Die Erwachsenenwelt ist ein bisschen offener geworden, ein bisschen mehr zuzuhören und Meinung zuzulassen. Inwieweit das in Schule schon umfassend gelingt, das kann ich nicht so hundertprozentig einschätzen. Aber es gibt Beteiligungsformate wie Jugendräte, Jugendparlamente. Es gibt Beteiligungsprojekte auf kommunaler Ebene. Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, in Erfurt das BAM-Projekt, ja, wo Jugendliche tatsächlich auch gefragt werden, was in ihrem direkten Umfeld verändert werden kann, was sie sich wünschen. Man muss aber auch ein bisschen schauen, wie ist diese Beteiligung entstanden? Ist es von oben der Verwaltung, der Politik gewünscht, von der Erwachsenenwelt, sage ich mal, dass Jugendliche beteiligt werden und wird das in irgendeiner Form ein Stück weit gut gemeint gelenkt? Oder sind es wirklich Beteiligungsformate, die von der Basis heraus entstehen, von engagierten Kindern und Jugendlichen, die dann sozusagen eher von der Erwachsenenwelt nur begleitet werden, ja, wo man Hilfestellung gibt, die richtigen Ansprechpartner zu finden. Und ich denke auch, dass die gesetzliche Rahmengebung oder die Rahmenbedingungen in Thüringen sehr gut sind. Wir haben das Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz. Nicht vor allzu langer Zeit wurde das 6. Gesetz zur Änderung der Kommunalordnung beschlossen, die nochmal explizit auf die Beteiligung von Jugendlichen eingeht. Ich glaube, das größere Problem, oder man redet ja nicht von Problemen, sondern eher von Herausforderungen, ist das auch in der Praxis umzusetzen und diese Möglichkeiten auch den Kindern und Jugendlichen zu offerieren. Und da sehe ich schon uns auch als Landesjugendring in der Pflicht, wo wir sagen, wir sind mit unseren Verbänden eigentlich die Experten und müssen diese Fachexpertise auch gegenüber der Politik, insbesondere auf der Landesebene, behaupten. Was die kommunale Ebene betrifft, dann gebe ich diese Verantwortung sehr gern an die Fachkräfte vor Ort ab. Da möchte ich mich als Landesebene oder wir uns gar nicht so sehr reinhängen, sondern eher auch beratend, begleitend da zur Verfügung stehen. Und kommen wir mal auch zu der Frage der Förderung von Jugendbildung. Wie würdet ihr im Moment einschätzen für
für Thüringen ganz konkret. Wie schätzt ihr die derzeitige finanzielle Ausstattung ein, die die außerschulische Jugendbildung erfährt? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil jetzt die Frage ist, welchen Vergleichswert zieht man heran. Ich glaube, Barbara hat es gerade angesprochen, es gibt viele Entwicklungen in den letzten Jahren, die ein positives Signal zeichnen, die eher sagen, okay, ja, da wird der außerschulischen Jugendbildung auch ein gewisser Stellenwert im Bildungsprozess quasi ja, zugesprochen und das wird auch finanziell ein Stück weit honoriert. Allerdings muss man halt ganz klar sagen, in Summe ist es noch nicht ausreichend. Wenn wir schauen, es gibt die bekannte Lernpyramide. Lernpyramide heißt, wie viel Prozent des individuellen Lernerfolgs eines jungen Menschen macht zum Beispiel die Schule aus. Und das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Dieser außerschulische Bereich oder auch das natürlich, was im Elternhaus passiert, das möchte ich gar nicht wegreden, hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Und gemessen daran ist die außerschulische Jugendbildung finanziell noch nicht adäquat genug ausgestattet. Es könnte in diesem Bereich noch wahnsinnig viel mehr passieren. Und, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, es geht auch um die Frage der Vergleichsgröße. Hier ist Thüringen eher ein Land, das sich zwar ja, auf einen guten Weg gemacht hat, aber gerade auch im Vergleich mit westdeutschen Bundesländern sieht es an manchen Stellen da etwas dünner noch aus. Und, wenn man jetzt ganz direkt mal in die Förderrichtlinien reinschaut, ist es tatsächlich so, dass man schon versucht, die Förderkriterien so zu formulieren, dass der außerschulischen Jugendbildung eine gewisse Gewichtung gegeben wird, aber eben im Vergleich zum Beispiel zu Jugendfreizeiten. Das heißt also, wir haben nicht mehr Geld, sondern das Geld wird von Freizeiten eher ein bisschen in Richtung Jugendbildung und das mit ganz guten Absichten verschoben. Aber so wie der Stefan schon sagte, es darf gerne immer mehr sein. Ein Thema, was uns alle ja derzeit sehr stark beschäftigt, ist die Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Habt ihr da oder welche Auswirkungen könnt ihr beobachten der Corona-Pandemie auf die Förderpolitik für Jugendbildung? Und welche zeitnahen Auswirkungen seht ihr da vielleicht auch? Also ganz aktuell wird es diese Auswirkungen nicht geben. Sie wird es nicht sofort jetzt in 1, 2, 3 Monaten geben. Das muss uns bewusst sein. Aber wir werden auf eine postpandemische Zeit quasi blicken werden, werden auf diese blicken, wo die Förderfrage, die finanzielle Frage ganz, ganz elementar wird, wo die kommunalen Haushalte, wo auch der Landeshaushalt schwer belastet sein wird. Und Hier müssen Fachkräfte vorbereitet sein. Wie kann ich quasi fachpolitisch argumentieren? Ne? Ich hatte das gerade mit der Lernpyramide gesagt. Was ist der Wert der außerschulischen Jugendbildung aus fachlicher Sicht? Und wenn wir das als Wertgröße nehmen, müsste es eigentlich lauten, wir müssen noch viel mehr investieren, weil wir blicken jetzt auf 14 Monate Pandemie zurück, in der vor allem die junge Generation sehr stark zurückstecken musste. Ich erinnere an Homeschooling, ich erinnere daran, dass viele Freizeiterfahrungen nicht möglich waren. Und ich glaube, jeder Erwachsene muss sich auch immer mal erinnern, die Jugend, das ist so die Zeit der ersten Male. Es passiert ganz, ganz viel. Und da ist jetzt einfach, da können 14 Monate unfassbar lang sein, in denen viele Erfahrungen nicht gemacht werden konnten. Und eigentlich brauchen wir aus einer fachlichen Sicht heraus eher eine völlige Offensive auch der außerschulischen Jugendbildung. Auch natürlich der Schule, das ist allerdings nicht ganz so unser Schwerpunkt. Und von daher müssen wir uns argumentativ, sage ich mal, wappnen und sagen, okay, wie können wir quasi unsere Argumente hier gut und richtig platzieren. Man muss dazu sagen, die Jugendarbeit hat im Grunde eigentlich auf das kommunale Sicht schon eine relativ gute Rechtsstellung, weil es eine kommunale Pflichtaufgabe ist. Das heißt, die Kommunen müssen quasi Angebote der Jugendarbeit in angemessenem Umfang zur Verfügung stellen. Da gibt es Rechtsklarheit in der Sache. Politik in den Kommunen versucht das hin und wieder ganz gern zu drehen und zu sagen, naja, das ist ja eine freiwillige Leistung. Das heißt, die Kommune, Politik entscheidet selber darüber, ja, wie viel sie da jetzt so ein bisschen reingeben. Das ist so nice to have. Der Gesetzgeber, also der quasi diese gesetzliche Rahmung gibt,
sieht es eigentlich ganz anders und ist da relativ klar. Und hier müssen Fachkräfte vor Ort, weil die natürlich auch ganz stark an der Kommunalpolitik dran sind, sich wirklich jetzt schon ihren Argumentekoffer quasi packen und sagen, das geht so nicht. Der Gesetzgeber sieht was anderes vor, plus das, was ich gerade auch nochmal fachlich quasi unterstrichen habe, was so wichtig ist, weil wir müssen uns in dem Bereich, hier geht es auch um Finanzierungskämpfe, auch mit anderen Bereichen, dem muss man sich stellen als Jugendarbeit. Und Jan, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was man sich halt auch wünscht, es sind ja durchaus Programme auch von der Bundesebene her angedacht, die jetzt sozusagen eine Nach-Corona-Zeit unterstützen, versuchen dort Dinge, die zu kurz gekommen sind, aufzuholen. Aber was dem Sozialarbeiter oder dem Pädagogen vor Ort an der Stelle fehlt, ist eigentlich eine Klarheit, wie komme ich an dieses Geld schnell ran? Es ist schnell eine Pressemitteilung vom Bund veröffentlicht. Da freuen wir uns auch drüber, dass es da Aktivitäten gibt. Aber es wird eben nicht gleichzeitig gesagt, woran ist das gebunden? Was muss ich jetzt für Schritte unternehmen, um an diese Gelder zu kommen? Da ist ja dann meistens noch die Landesebene dazwischen geschaltet, die dann in irgendeiner Form Richtlinien herausgibt. Und ich denke, diese Zeitspanne, und das hatte der Stefan auch angesprochen, diese Zeitspanne, bis es dann wirklich wirkt, die ist eben relativ groß. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese Mittel möglichst unbürokratisch an der Basis ankommen. Also das wäre auch euer konkreter Wunsch an die, was es für die Ausstattung für die außerschulische Jugendbildung braucht, wären also unkomplizierte Wege auch quasi an die finanzielle Förderung oder diese Förderung abrufen zu können. Unbedingt. Und ihr hattet eben mal schon mal kurz angesprochen, den Blick auch auf, wenn man zum Beispiel nach Westdeutschland schaut, gibt es denn etwas Konkretes mit Blick auf Jugendpolitik oder Jugendarbeit, worum ihr zum Beispiel die anderen ostdeutschen Bundesländer, also beispielsweise Brandenburg, Sachsen oder auch der Blick nach Bayern, gibt es da was, wo ihr sagt, da würden wir ein bisschen drum beneiden und oder was zum Beispiel in Thüringen notwendig oder auch in ganz Ostdeutschland notwendig wäre? Ich sag mal, der größte Unterschied ist da, glaube ich, tatsächlich der Blick Richtung Bayern. Wenn wir nur mal die Jugendringe vergleichen, der Bayerische Jugendring ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, der ist gesetzlich verankert in der Förderung, der ist quasi wie ein Jugendamt. Das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem Landesjugendring Thüringen. Ja, wir sind ein Jugendverband, der natürlich in Interessenvertretung oder in einer Interessengemeinschaft der Jugendverbände, aber wir haben gar nicht diese große Wirkungsweite und müssen uns eigentlich mit der Verwaltung auseinandersetzen, wo der Bayerische Jugendring eigentlich selbst ein Stück weit die Verwaltung ist. Und wenn man sich mal das Netzwerk anschaut, schon allein der kommunalen Jugendringe in Bayern, das ist ja so groß und gewaltig. Ich weiß gar nicht, ob ich es so groß haben möchte, aber man hat natürlich da sehr viel mehr Fachkompetenz, die man bündeln kann. Wir haben in Thüringen in den 23 Landkreisen und kreisfreien Städten 13 Jugendringe und eine Netzwerkstelle. Und wir würden uns natürlich wünschen als Landesjugendring, dass möglichst in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt auf kommunaler Ebene ein Netzwerk, sprich ein Jugendring existiert, wo man die Fachkräfte, die Erfahrung und so weiter bündeln kann und somit die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit vor Ort daraus auch profitieren kann. Ich glaube, zu den Bundesländern Sachsen, gut, wenn man die Landesjugendringe vergleicht, die sind schon personell auch nochmal anders aufgestellt mit mehr Referenten und Personal, wie auch immer, aber das hat auch was mit der Größe des Bundeslandes ein Stück weit zu tun. Da will ich mich jetzt gar nicht so beschweren, aber ich glaube, den größten Unterschied, den macht es wirklich zwischen Thüringen und Bayern und nicht so sehr zwischen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Was ich da vielleicht noch ganz gerne ergänzen möchte, das ist eine Herausforderung, die, glaube ich, alle ostdeutschen Bundesländer so ein bisschen teilen, ist natürlich die Bezahlung der Fachkräfte in der Jugendarbeit. Es ist ein ganz wesentlicher Faktor. Jugendarbeit macht man natürlich auch mit einer gewissen Leidenschaft, die man auch braucht. Und das ist auch richtig. Aber natürlich möchte jede Fachkraft, und wir reden hier von Personen mit Hochschulabschluss, die erwarten eine adäquate Bezahlung. Und wir leben in einer Welt, die immer mobiler wird, die immer flexibler wird. Das heißt, dass ich mein Leben
mein Lebensabend in Thüringen oder mein Leben quasi in Thüringen verbringe, ist quasi ja nicht gesetzt. Ich kann genauso quasi nach Bayern pendeln, aber schön im Thüringer Wald, im Südthüringer Raum leben. Und wir müssen es schaffen, wirkliche Anreize für Fachkräfte auch auf der Ebene der Bezahlung zu setzen. Alles andere, ansonsten werden wir diesen Wettkampf mein Teil der Fachkräfte einfach auch verlieren. Ergänzend, das kann ich nur bestätigen, was der Stefan sagt, ergänzend dazu würde ich vielleicht sagen, die Zeiten, ich meine, ich bin jetzt schon 1-2 Monate Semester länger im beruflichen Werdegang als der Stefan, deswegen kann ich mir das rausnehmen. Wir haben natürlich noch den Nutzen der Jugendsozialarbeiter, die das schon seit vielen Jahren tun. Wenn wir mal in das Altersspektrum reingucken, da sind noch sehr viel reifere, um das mal freundlich auszudrücken, Menschen dabei, die natürlich aus der Geschichte, aus ihrer Selbstarbeitsbiografie heraus immer bereit waren, für relativ wenig viel zu tun. Aber diese Generation wächst jetzt auch langsam raus. Und wir müssen sehen, dass wir junge Leute, die in diese Fußstapfen treten, tatsächlich auch animieren können und, wie der Stefan schon sagt, bekräftigen können und genauso gleichstellen wie andere Fachkräfte in anderen Bundesländern. Sonst laufen wir Gefahr, dass die Fachkräfte zwar in Thüringen sehr gut ausgebildet werden, aber sich dann doch irgendwo ein anderes Bundesland suchen, wo sie einfach das Gesamtpaket für sie mehr stimmt. So wie der Stefan schon sagt, man kann hier schön leben und man kann es aber auch in Bayern, im angrenzenden Thüringen. Und dann spielen so kleine Stellschrauben wie Bezahlung, aber auch wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Ähnliches eine Rolle. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass uns der Zug nicht wegfährt in Thüringen. Mhm. Wir sind ja eben schon mal kurz auf das Thema Corona auch gekommen. Ist ja, was uns alle derzeit auch begleitet und was insbesondere junge Menschen ja auch vor sehr viele Herausforderungen stellt, auch mit dem Blick auf Stadt- und Landunterschiede. Was würdet ihr denn sagen, waren vor Corona schon solche Herausforderungen von Stadt- und Landunterschieden für junge Menschen und welche davon haben sich während der Pandemie vielleicht noch potenziert in Thüringen? Grundsätzlich kann man ja sagen, dass alles, was vor Corona schon schwierig war, einfach jetzt noch schwieriger geworden ist. Also das ist meine Wahrnehmung, dass wenn ich an die Bildung denke, diese Schere zwischen Kindern, die dort gut gefördert und die es leicht haben, auch vom Elternhaus her, im Vergleich zu Kindern, wo das nicht so gegeben ist, diese Schere hat sich sehr geöffnet. Wenn wir jetzt auf Stadt und Land gehen, muss man natürlich so ein Stück weit die verschlafene Digitalisierung ansprechen. Ja, Kinder und Jugendliche, die auf dem Land leben, hatten es möglicherweise sehr viel schwerer, dem digitalen Unterricht und der Schulcloud zu folgen, wenn das Internet eben nicht so stabil und nicht so störungsfrei läuft. Das sind aber Dinge, die kann man nicht von heute auf morgen und schnell beheben, wenngleich wir auch als Landesjugendring in unseren Forderungen und Positionspapieren schon vor Jahren einen Ausbau des Breitbandnetzes im ländlichen Raum gefordert haben. Aber wir können es halt selbst nicht realisieren. Deswegen muss man sagen, das ist auf jeden Fall was, was sich verschärft hat. Und ich denke auch, dass durch die Beschränkungen der Kontakte und Ähnliches Kinder und Jugendliche im ländlichen Bereich noch mal ein Stückchen weiter abgeschotteter waren, als das vielleicht im städtischen Bereich ist. Die hatten sicherlich ihren Laptop und hatten auch Verbindung zur Peer Group, aber es ist ja auch offenbar, auch in Studien deutlich geworden, dass die auch ein Stück weit bildschirmmüde sind. Ja? Dass die anfangs vielleicht die Kontakte zu Freunden auch noch sehr über Bildschirm gepflegt haben, dann kam die Schule dazu, dann wollte vielleicht der Jugendverband noch was digital regeln über den Bildschirm und irgendwann waren die dann auch müde und haben die Kontakte eben nicht mehr unbedingt in Videokonferenzen gepflegt. Ich denke, das ist schon ein Schwerpunkt, der durch die Pandemie dort nochmal größere Unterschiede hervorgerufen hat. Ja, das vielleicht soweit von mir. Vielleicht mag der Stefan noch was ergänzen. Ja, das, was du vor uns auch angesprochen hast, Barbara, dass die Strukturen zum Beispiel der kommunalen Jugendringe in Thüringen nicht so flächendeckend ist, das ist auch ein Phänomen, das sich ja schon vor der Pandemie eher auf den ländlichen Raum bezogen hat. Das heißt, der Markt der Möglichkeiten, möchte ich das mal nennen, den junge Menschen vielleicht auch gerade in den größeren Städten haben, wo sie die Auswahl haben, in welchem Verein engagiere ich mich, welcher Gruppe, welcher Jugendkultur fühle ich mich irgendwie
Jahr etwas näher. Diesen Markt der Möglichkeiten, der ist im ländlichen Raum oft etwas eingeschränkter. Und es wird natürlich jetzt deutlich, dass, was wir auch am Anfang gemeint haben, dass es jetzt auch eine Offensive auch in diesem Bereich braucht. Das gilt ganz, ganz besonders für den ländlichen Raum, weil da vieles an Strukturen auch schon vor der Pandemie einfach eingeschlafen war, gar nicht vorhanden war. Und das ist, wenn ich quasi die Bildungsbiografie von jungen Menschen mir anschaue, ein nicht hinnehmbarer Zustand. Wir dürfen Bildung nicht nur auf Schule reduzieren. Es ist auch mehr und wir müssen diese Strukturen auch im ländlichen Raum zur Verfügung stellen. Und ich denke, dass man tatsächlich, dass jetzt die Herausforderung besteht, dass man gerade diese Ungleichheiten, wenn wir denn die Pandemie mal überstanden haben, dass man da sehr viel Energie und Kraft reinlegt, diese Ungleichheiten zumindest versucht, wieder ein bisschen auszugleichen. Und da gebe ich mal zu bedenken, oder sagst du die These, die 14 Monate Pandemie, die sind, glaube ich, nicht in 14 Monaten wieder auszugleichen, sondern das wird ein Vielfaches an Zeit und Energie brauchen, um dort bestimmte Gleichheiten oder wieder zu schaffen. Mhm. Ihr habt gerade schon vieles angesprochen, was bearbeitet werden muss. Wo würdet ihr denn sagen, was ist das, oder Stichwort nach der Pandemie, diese Ungleichheiten, was würdet ihr sagen, ist eines der dringlichsten Aufgaben für Jugendpolitik, Jugendarbeit mit Blick auf ländlicher, städtischer Raum, die wir nach der Pandemie angehen sollten? Also wo drückt der Schuh ganz besonders? Also um jetzt mal... Ein großer Fußballer hat gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und was wir in dieser Pandemie gelernt haben, ist, nach der Pandemie kann auch vor der Pandemie oder vor einer nächsten Krise sein. Also so eine Situation kann uns ja immer wieder quasi begegnen. Damit müssen wir als Gesellschaft rechnen. Und ich glaube, es ist uns vor allem im Bereich der Digitalisierung ist mehr als deutlich geworden, wie schläfrig Deutschland in den Jahren davor einfach war. Das möchte ich gar nicht auf Thüringen reduzieren, weil das ist ein bundesweites Problem. Da sind andere Länder, gerade was den Bereich Digitalisierung im Bildungsbereich angeht, sind an der Stelle etwas einfacher auch durch die Pandemie gekommen. Und da brauchen wir wirklich eine völlige Digitalisierungsoffensive. Und das umfasst für die Jugendarbeit aus meiner Sicht vor allem zwei Dinge. Das eine ist natürlich, die Technik erstmal zur Verfügung zu stellen. Digitalisierung heißt immer, ich brauche Endgeräte, ich brauche überhaupt einen WLAN-Zugang, also einen Internetzugang, also diese ganze technische Seite. Aber wir brauchen auch Know-how, weil wir haben natürlich, die Digitalisierung ist was sehr Dynamisches, das ganze Digitale. Wir dürfen... Wie sagt man, es darf nicht sein, dass junge Menschen per se immer einen Vorsprung haben vor quasi der Fachkraft, einen Wissensvorsprung im Bereich der Digitalisierung. Das heißt, wir müssen umfassend die Fachkräfte der Jugendarbeit schulen und qualifizieren in diesem Bereich. Und es gibt eine ganz einfache, fachliche Begründung dafür. Die Jugendarbeit definiert sich darüber, dass sie dort ist, wo die jungen Menschen sind. Das heißt, wir können junge Menschen nicht dorthin treiben oder dorthin bringen, wo wir sie gern haben, vielleicht in analoges Setting, sondern wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, dass es junge Menschen gibt, die genau da quasi sind, quasi in dieser digitalen Welt, und da müssen wir quasi hin. Und was es dabei auch zu bedenken gibt, der Stefan sprach es an, die technische Ausstattung, ich glaube, das wird sogar relativ gut gedacht, aber die Folgekosten werden oftmals nicht mitberechnet. Ja, dass sich also Endgeräte oder Ähnliches nach einer gewissen Zeit auch mal austauschen muss, dass das gewartet werden muss, dass es da vielleicht einen Support braucht, eine Unterstützung. Das sind, glaube ich, Dinge, die müssen wir uns mit in den Sinn rufen, um das nicht zu vergessen, dass es Software, Programme braucht. Das ist oftmals, wie gesagt, am Anfang nicht mitgedacht. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass unsere Jugendlichen schon auch mit Endgeräten ganz gut ausgestattet sind. Aber man kann es nicht unbedingt voraussetzen, dass jede Jugendeinrichtung das schon hat. Und wenn wir Demokratiebildung, wenn wir politische Bildung, insbesondere auch über den Medienbildung gestalten wollen, und das wird, darum werden wir nicht drum herum kommen, dann braucht es auch die entsprechende Ausstattung eben auch im Bereich der Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Ich meine, das Digitalpakt Schule, das haben wir, da muss man sehen, dass wirklich die Gelder auch genutzt werden. Da soll ja noch eine ganze Menge übrig sein. Und jetzt muss man auch die Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit im Sinne der Digitalisierung mitdenken. Und ich möchte da noch ein was dazu ergänzen, das ist mir gerade noch wichtig, beim Thema Digitalisierung.
ganz, ganz wichtig ist, dass die Frage des Datenschutzes, die uns ja jetzt auch viel begleitet hat, an vielen Stellen auch neu gedacht werden muss. Es kann nicht sein, dass wir per se aus Datenschutzgründen ausschließen, dass Fachkräfte sich dort bewegen können, wo junge Menschen sich bewegen. Hier brauchen wir eine dynamischere Lösung. Ansonsten verlieren wir Jugendliche genau an diese, sage ich mal, digitalen Orte, wo wir dann, wo uns quasi die Hürde gegeben wird, dass wir da gar nicht hin dürfen. Hier braucht es mehr Rechtssicherheit für die Fachkräfte. Das ist sicherlich auch etwas, was gerade die Pandemiesituation jetzt nochmal deutlicher offengelegt hat, wo viele Menschen eben eher über die digitalen Wege dann auch letztendlich erreichbar geworden sind. Mhm. Noch eine Frage zum Thema demografischer Wandel und Generationen auch. Generationengerechtigkeit ist aufgrund von Demografie und finanzpolitischen Entscheidungen, aber auch Klimawandel ein sehr starkes Thema in unserer Zeit. Nehmen junge Menschen dies auch als relevante Fragestellungen wahr, aus eurer Sicht, vor allem auch als Aspekte von Generationengerechtigkeit, also beispielsweise Klimawandel, Demografie und politische Entscheidungen, wie stark nehmen Jugendliche das aus eurer Sicht auch wahr als Fragestellungen? Die kurze Antwort ist ja und nein. Die etwas ausführlichere ist, es gibt vor allem, ich glaube, das sieht man an der Stelle auch des Klimas vor allem. Es ist jetzt ja erst wenige Tage her, als das Bundesverfassungsgericht das Klimaschutzgesetz quasi auf Antrag junger Menschen, vor allem die in Organisationen wie Fridays for Future organisiert sind, quasi gekippt haben. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr in diesem Bereich sehr engagierte Gruppe gibt, für die das eine sehr, sehr zentrale Frage ist. Auch unter der Frage der Generationengerechtigkeit heißt, wir können quasi nicht den zukünftigen Generationen die Last quasi oder die Hauptlast des Klimawandels aufbürden. Da herrscht schon auch ein gewisser Konsens. An anderen Fragen, die du angesprochen hast, würde ich sagen, ist die Wahrnehmung der Frage der Generationengerechtigkeit noch nicht so durchdringlich. Es wird an der Frage der Klimagerechtigkeit, da wird es sehr, sehr deutlich und zentral. Aber, und das ist ja das, was wir auch eingangs besprochen hatten, politisches Meinungsspektrum, das bildet sich auch da weit ein Stück weit ab. Es gibt, wie gesagt, eine Gruppe, für die das sehr relevant ist, aber auch Teile, für die das nicht so die große Rolle spielt. Und ein was möchte ich dazu noch ergänzen, so vielleicht auch etwas, was diese Generation so ein bisschen auszeichnet, die jetzige. Wir hatten es oft, und ich zähle mich selber dazu, wie gesagt, ich bin Anfang 30, ich war geprägt so, dass man sich eher vom Elternhaus, von der älteren Generation abgenabelt hat, etwas davon emanzipiert hat. Und ich sehe, dass wir es zunehmend mit einer Generation zu tun haben, die eher, sage ich mal, den Schulterschluss auch mit der älteren Generation sucht. Die Abnabelungsprozesse sind bei Weitem nicht mehr so stark. Man findet seine Eltern nicht per se uncool, sondern die sind eigentlich schon ganz okay und die treten teilweise ja auch für Sachen ein, die ich genauso unterstützenswert finde. Das ist durchaus was, glaube ich, etwas eine neue Dimension dieser Generation, was gerade bei der Klimafrage total wichtig wird. Klima ist nicht die Aufgabe oder der Auftrag der jungen Generation, sondern hier müssen eben alle mitgenommen werden. Okay. Ja, wir haben uns durch sehr viele verschiedene Bereiche gerade gefragt, vieles Verschiedenes angesprochen. Die letzte Frage zum Schluss. Wenn ihr die Situation junger Menschen in Ostdeutschland zusammenfassen würdet, in 45 Sekunden, wie sähe das aus? Wie sähe das aus? Also ich bin ganz ehrlich, nach über 30 Jahren der Wiedervereinigung sollte es eigentlich keine Unterschiede mehr geben zwischen Ost- und Westdeutschland. Aber ich denke, die Realität ist in der Tat noch ein bisschen eine andere, sodass es wirklich die Situation junger Menschen scheint so ein bisschen davon abzuhängen, wo sie groß werden, wo sie leben, wo sie geboren werden. Wir hatten es ja schon festgehalten,
Das politische Meinungsspektrum ist sehr weit gefächert. Und junge Menschen sind per se nicht, sie sind politisch interessiert und sind vielleicht, sage ich mal, ein bisschen parteienverdrossen. Das mag schon auch was Festzustellendes sein oder eine Tatsache. Es gibt Ausbildung und Berufe, die in anderen Bundesländern lukrativer erscheinen. Das ist eine zweite Tatsache, auf die wir dann letztendlich achten und aufbauen müssen. Und junge Leute haben heute unheimlich viel Möglichkeiten, sich anderweitig zu entwickeln. Deswegen behaupte ich mal, dass sie natürlich auch auf der Suche sind, wo ist denn das schönste Fleckchen, wo kann ich leben, wo kann ich meine Wünsche, Vorstellungen vereinbaren und welche Möglichkeiten habe ich. Und ich denke, wir müssen schauen, dass wir in Thüringen oder den jungen Leuten Angebote machen, dass Thüringen lukrativ ist zum Leben, dass es dort gute Arbeitsbedingungen gibt, dass sie dort ihre Traumberufe auch erlernen können. Oder wenn sie denn in einem anderen Bundesland, man möchte sich ja auch mal vielleicht umorientieren, was anderes sehen, aber dass sie doch irgendwo einen Bezugspunkt finden und wieder in unser schönes Bundesland zurückkommen. Das heißt, ich muss entsprechende, wie der Stefan das vorhin gesagt hat, Bezahlungen schaffen. Ich muss das Leben hier lebenswert machen. Ich muss sehen, dass Beruf und Familie vereinbar sind und dass wir sozusagen im Konkurrenzkampf der Bundesländer, so will ich es mal spaßhaft benennen, dort nicht hinten anstehen. Und die Jugend oder die Situation junger Menschen in Ostdeutschland ist, glaube ich, insgesamt gar nicht so schlecht. Und ich glaube auch nicht, dass sie das für sich selbst als schlecht einschätzen. Aber wir dürfen bestimmte Dinge nicht verschlafen. Genau. Stefan, noch? Ich habe dir eingangs gesagt, ich bin Referent für Grundsatzfragen und Jugendpolitik beim Landesjugendring Thüringen und ich möchte vor allem die jugendpolitische Situation in Thüringen etwas hervorheben. Ich glaube, wir haben in Thüringen sehr, sehr viel auf den Weg gebracht. Ich bin auch mit Kollegen aus anderen Bundesländern im Austausch, die gern etwas neidvoll zu uns nach Thüringen schauen, was wir alles auf den Weg bringen, gerade im Bereich der Jugendpolitik. Hier ist an vielen Stellen wirklich ein guter gesetzlicher Rahmen mittlerweile geschaffen worden. Und jetzt geht es darum, das Ganze, das ist eher auch mein Appell an die Fachkräfte, das Ganze mit Leben zu füllen und wirklich politische Mitbestimmung für junge Menschen zu ermöglichen, das richtig mit Leben zu füllen. Die Voraussetzung, wie sagt man, das Feld ist bestellt und jetzt muss quasi die Ernte noch eingeholt werden. Von daher bin ich sehr optimistisch, was zumindest auf dieser Ebene die Zukunft Thüringens angeht. Ansonsten glaube ich, dass die Situation junger Menschen in Thüringen, aber auch in Ostdeutschland, an einigen Stellen sicherlich immer noch herausfordernd ist, problematisch und verbesserungswürdig. Da darf man nicht drum herum reden. Aber hier findet man auch etwas, das darf man immer nicht vergessen, was so seinen ganz, ganz eigenen Reiz und Charme hat. Und ich glaube, das wissen auch sehr, sehr viele junge Menschen und schätzen das auch einfach hier in Thüringen. Ja, vielen Dank, Barbara und Stefan, für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Gern.